Dann gibt es nochmal eine wunderschöne Teambewertung, Freunde. Wir haben mit Yogis Jungs ein 17 zu 8 geholt, also Gold 1 wäre noch drin gewesen. Bin aber aufgrund von Suff und Geburtstag dieses Wochenende mal bisschen früher aus der Weekend League ausgestiegen, Freunde. Ich glaube, das ist die erste Weekend League in FIFA 21, die ich nicht bis zum Ende gespielt habe. Ja, ist aber nach dem Tots, ich glaube, das ist in Ordnung. Ja. Hat aber sehr viel Bock gemacht, das Deutschland-Team hier. Yogis Jungs haben gut rasiert. Wir haben es tatsächlich in-game genauso gespielt, wie ihr das hier auf dem Platz seht. Mit Kimmich und Gosens als Außenverteidiger. Oder halt als LM und RM. Aber ganz gut funktioniert. Also ich zeige euch mal kurz die Taktikanweisung. So wie wir eigentlich die Dreierkette auch vor ein paar Wochen gespielt haben. War eigentlich ganz geil. Also beide Stürmer Abwehr überlaufen, Havertz alle Freiheiten. Dann LM und RM haben defensive Stärken, außen bleiben, Abwehr überlaufen für Flanken in den Strafraum. Dann Müller Mitte abdecken, Goretzka hinten bleiben und Mitte abdecken und bei den Verteidigern habe ich nichts. Ja, Timo Werner, 42 Spiele, 35 Tore, 9 Vorlagen. Ich fand ihn nice. Geiles Tempo, Dribbling ganz stark. Was ich bei ihm richtig rotze fand, waren die Pässe. Ja, lange Pässe 66, da weiß nämlich schon Bescheid. Also die langen Pässe waren bei dem wirklich komplette Grütze. Aber so vom Dribbling, vom Tempo fand ich den geil. Was ich bei dem ein bisschen nervig leider fand, war der Abschluss. Weil der war einfach richtig unkonstant. Also irgendwie manchmal komplett krank die Dinger in den Giebel gehauen und dann manchmal komplette Katastrophe. Also Werner, komisch gewesen. Würde ich aber trotz allem eine 2- geben. Also ich fand den ganz stabil. Daneben Leroy Sané. Komplette Maschine. 26 Spiele, 16 Tore, 27 Vorlagen. Also Sané war eine glatte 1. Der hat im Sturm richtig Laune gemacht. 5 Sterne Weakfoot. Der war Killer auch. Die Freistöße mit dem haben Laune gemacht. Der war richtig geil. Also generell, mir hat das Sturmdreieck aus Havertz, Sané und Werner gut gefallen. Havertz kriegt von mir eine glatte 1 auch. 20 Spiele, 24 Scorer. Hab den hinterher immer mal ausgewechselt auch, weil ich Bock hatte, Gnabry und Volland zu testen. Bei Havertz ist halt echt geil, dass der so groß ist, ne? Der ist ja 1,88 m. Dazu hat er das Tempo und die Beweglichkeit und die Ausdauer. Also wenn Deutschland ein paar Spiele bei der EM gewinnt und der noch weiter hochgeht, das wird, glaube ich, eine richtig, richtig böse Karte. Also richtig böse. Dann meine Doppel-6, Goretzka, glatte 1, der kann einfach alles. Müller, sage ich euch ehrlich, auf ZM ein bisschen lost. Da habe ich den mit Shadow gespielt. Vorher hatte ich den die ersten 10 Weekend League-Spiele, bis halt die Havertz-Karte released worden ist, hatte ich den auf der 10. Auf der 10 war Müller geisteskrank. Aber auf der 8 würde ich den nicht spielen. Auch wenn der 70 Defending hat, das war irgendwie nichts mit Shadow. Aber alles in allem, Müller auf der 8 würde ich ihm eine 3 geben. Auf der 10 würde ich ihm eine 2+ geben. Dann links, jetzt kommen so ein bisschen unsere Schwachstellen. Weil bis hierhin, Sané, Werner, Havertz, Goretzka, Müller, das sind ja alles kranke Karten. Kimmich natürlich eigentlich auch, aber jetzt wird es halt ein bisschen interessant. So, das waren auch die Schwachstellen vom Team. Gosens auf links. Ich fand den solide. Der hat seine Arbeit gemacht, aber 86 Pace und nur 88 Ausdauer im Juni. Als Wingback ist halt dann schon interessant. So, da brauchst du halt mehr Pace, mehr Ausdauer und einen besseren Spieler einfach. Da gibt es ja auch viel geilere Karten. Ich würde Gosens aber trotzdem eine 4 geben. Das trifft es eigentlich ganz gut, weil es war ausreichend so. Der war okay, so, ne? Der war jetzt nicht besonders scheiße, aber der war auch nicht gut. Kimmich ist als Sechser, wie gesagt, wahrscheinlich mein Lieblingssechser in dem Spiel, aber als RM war der echt in Ordnung. Also, das war echt krass. Bei dem hat halt 99 Ausdauer, war richtig geil. Die Pässe bei ihm sowieso. Das Einzige, was bei Kimmich als Wingback gefehlt hat, war Pace. Halt die Sprintgeschwindigkeit. Aber sonst auch auf 7 Chemie hier einen richtig guten Job gemacht. Also Kimmich kriegt eine 2. Das hat tatsächlich überraschenderweise gut funktioniert. Abwehr, Klostermann, den fand ich irgendwie komisch, weil, weiß nicht, der hat sich nicht angefühlt wie 87 Pace. Vielleicht war es der Antritt, keine Ahnung. Klostermann würde ich eine 3 geben. Der war okay, ja. Ja, eine glatte 3. Oder was würdet ihr sagen, Chat?
Der war halt da. Also der hat mich jetzt weder überzeugt, noch fand ich ihn kacke. Deshalb ist 3, glaube ich, ganz, ganz gut. Der einzige, also so Gosen zum Beispiel, den fand ich auffällig nicht gut genug, sage ich mal so. Na? Deshalb habe ich dem auch eine 4 gegeben. Klostermann war halt da, aber der hat mich jetzt nicht irgendwie krass genervt oder sonst irgendwas. Und Rüdiger fand ich tatsächlich sogar besser als Klostermann, obwohl der halt eigentlich deutlich weniger Pace hat. Also dann würde ich sagen, Klostermann eine glatte 3, Rüdiger eine 3+. Ja, würde ich sagen. Boah, bei dem ist schwierig, ne? Wenn der Typ nicht im Sprintduell ist, sage ich es euch ganz ehrlich, ist der eine 1+. Hätte der ein bisschen mehr Pace, wäre der ultra krass. Die Zweikämpfe von dem 1+ mit Sternchen. Kopfballduelle 1+ mit Sternchen. Aufbauspiel mit 96 langer Pass, 92 Kurzpass, 99 Ruhe, 1+ mit Sternchen. Aber wenn du halt gegen gute Gegner spielst, die halt dich auskontern mit Neymar, Mbappé und den ganzen Totzkarten, dann kannst du halt mit Hummels die Hand heben, ne? Aber dadurch, dass der halt absolut nichts kostet und mich wirklich positiv überrascht hat, gebe ich Hummels tatsächlich eine 2-. Weil der war... Na, eine 2- ist eigentlich zu schlecht. Ich gebe dem eine 2+, ohne Witz. Hummels hat mich richtig positiv überrascht. Weil ich dachte, Hummels wird der Spieler, der mich in dem Team dauerhaft abfangen wird, und der hat performt. Der hat performt. Der hat größtenteils das richtig gut gemacht. Ich glaube aber bei Hummels tatsächlich, wenn er den in der Viererkette spielt, wird es noch auffälliger. Weil dadurch in der Dreierkette hat er ja noch zwei Leute neben sich. Da muss er nicht ganz so viel rennen. Ich glaube, in der Viererkette kannst du den komplett vergessen. Aber in der Dreierkette fand ich den gut. 2+. Fand ich stark. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, 1+ mit Sternchen. Manuel Neuer hat alles gehalten, diese Weekend League. Das war zu wild. Der hat bei mir alles gehalten. Aber Neuer, Totti... ist einer der komischsten Karten, die es gibt in FIFA. War generell Torhüter. Der hat manchmal so eine Woche wie jetzt, wo der alles hält. Und dann eine Woche später in der Weekend League hält er gar nichts mehr. Neuer ganz komisch, aber hat bei mir richtig performt. 1+ mit Sternchen. Neuer würde ich sagen, zusammen mit Havertz. Havertz, Sané, Neuer, Goretzka. Das waren so die MVPs. Aber wir haben noch 3 Spieler auf der Bank. Eigentlich 4, weil Günther habe ich auch relativ häufig eingewechselt für Gosens. Günther fand ich zum Beispiel deutlich besser. Wäre vielleicht auch eine Überlegung gewesen, einfach Günther für Gosens zu stellen auf 7 Chemie. Günther war richtig geil. Ohne Spaß, der war richtig sick. Würde ich jetzt wahrscheinlich eine 2+ geben. Den fand ich richtig geil. Ohne Spaß. Ultra die geile Maschine. Und die 5-Star Skills waren halt auch Lachkick. Gündogan würde ich eine 3 geben. Weil einfach Ausdauer ist halt RIP, ne? Ausdauer und Tempo ist halt für Juni FIFA 21 zu wenig, so, ne? Habe ich mich ja damals schon drüber aufgeregt, dass sie die hätten dem Tots einfach geilen Ausdauerwert geben können, ne? Aber die beiden hier, bei Gnabry habe ich jetzt nur ein Spiel, weil ich habe den gezogen. Wir hatten den vorher einmal gekauft. Gnabry fand ich als Sub sehr geil, dem würde ich eine 2 geben. Und wer von mir, und ich glaube, das hatte ich noch nie... eine 1+ mit Sternchen kriegt, als Sub, ist Volland. Junge, was ist das? 21 Torbeteiligung in 17 Spielen als Auswechselspieler. Der war zu wild. Der war zu wild. Also Volland sehe ich mich auch nochmal, dass ich den nochmal spiele. Den fand ich richtig stark. Absolute linke Kleber auch, ne? Richtig geiler Spieler, Volland Tots. Und der kriegt von mir eine 1+, Alter. Alles in allem, was gebe ich dem Team? Boah, ich gebe dem Team eine 2, ohne Witz. Also das Team hat Bock gemacht. Ich würde halt, wenn ich es auf Ernst spielen würde, würde ich wahrscheinlich Klostermann, Rüdiger und Gosens austauschen. Und vielleicht Müller. Aber das Team hat halt richtig Bock gemacht. War halt Feeling da wegen Deutschland. Und wäre es jetzt auch nicht ein Wochenende hier mit Geburtstag und so und ich hätte mehr Zeit gehabt, dann hätte ich auch noch mehr gespielt. Und auch bis zum Ende. Aber war ein nices Team. Hat Laune gemacht, die Weekend League. War sehr geil. Kann ich nichts gegen sagen. Also würde ich sagen, eine glatte 2. War lustig. Schönes Nivea-Yogi-Team. Yogis Jungs, sorry.